Ja, hallo, der Blumen ist wieder da und ich habe gedacht, hey, Kerzenzeit, rustikal ist beliebt. Ich liebe es, in einem Chalet zu wohnen. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber auch diese Kreation, das Rustikale, das kannst du natürlich auch in deinem Wohn, wie soll ich sagen, stilvollen, stylischen Appartement brauchen. Und ich habe da nochmals so ein Kerzenglas bereit und ich habe da nochmals so coole Flächenäste bereit. Und ich möchte dir heute nochmals so ein Windlicht zeigen, dass du problemlos aufstellen kannst drinnen oder draußen, das nicht geklebt ist oder das irgendwie schnell auseinanderfällt, sondern wir nehmen da kurze Zweige von diesen Flechtenästen und gabeln diese mal an. Damit es nicht so lange geht, habe ich natürlich vorgängig schon einige, wie soll ich sagen, angegabelt, dass es dann wirklich schön fix geht. Ich schaue da darauf, dass ich die Äste verschieden lang habe, verschieden große habe und auch die Drähte verschieden lang habe. So kann ich das schön variieren und muss nicht Angst haben, dass ich am Schluss ein Problem habe. Ja, was brauche ich noch dazu? Ganz wenig. Ich brauche ein Glas, ich brauche eine Kerze, ich brauche ganz wenig vom Tillandsia-Moos und schon kann ich eigentlich diese exklusive rustikale Windlichtdeko auch starten. Was ich ganz cool finde an einer solchen Kreation ist, es gibt ein wunderschönes Licht. Wenn die Kerze dann durch die Zweige durchflackert, sieht das dann wunderschön aus und darum bleibe doch bis am Schluss hier bei mir beim Blumenmann dabei, wenn ich da dir diese Kreation zeige. Du siehst, es braucht ein wenig Geschicklichkeit, um diese Äste auch anzugaben und ich sage dir so, wenn du routiniert bist, schaue auch darauf, dass du wirklich ganz kurze Äste hast und ganz lange, damit wir da wirklich schön eine coole, effektvolle Kreation machen können. Auch wichtig ist, dass du einmal ein Drittel unter dem Ende angabest, einmal in der Mitte angabest, weil sonst hast du das Problem, dass es dann nicht funktioniert. Einige haben mich auch schon gefragt betreffend dem Draht. Ich habe hier so blau geglühten Draht genommen, der ist 1,2 mm Durchmesser, also stark und hat vorne und hinten einen Spitz und er hat eine Länge von 24 cm. Also da kannst du wirklich, ich sag mal so, schön auswählen, was brauchst du, wie groß wird die Kreation. Es kommt natürlich auch immer aufs Glas an. Wie groß ist das Glas, das du verwendest? Ist es ein großes, ein kleines Glas? Beim kleinen Glas brauchst du natürlich weniger Material und du brauchst sicher auch kürzere Drähte. So, jetzt aber geht es dann gleich los mit dem Kreieren. Ihr wollt ja sicherlich sehen, wie das Endergebnis aussieht und nicht nur, wie man da angabelt. Genau, so jetzt haben wir mal gegabelt. Und jetzt nehme ich da von dieser Trockensteckmasse und schaue, dass ich da nicht zu breit bin. Jetzt siehst du, wenn ich so bin, muss ich mega hoch arbeiten. Darum schaue ich, dass ich da das Ganze schön abschneide, dass es ungefähr gerade ist. Und jetzt kann ich da mit dem Tillandsia-Moos diesen Steckschwamm ein wenig abdecken. So habe ich das Ganze auch schon mal abgedeckt, wenn ich zum Beispiel am Schluss nicht schön alles abdecke. Und so sieht es dann am Schluss aus, dass ich da die Kerze reinlegen kann und jetzt nehme ich die Kerze nochmals weg, sonst wird es gefährlich, kann ich da diese Moosäste schön einlegen. Und ich achte darauf, dass ich unten zuerst starte mit einem Durchgang, der mal den untersten Teil abdeckt. Und aufgepasst, dass du das Ganze immer leicht nach oben einsteckst, nicht, dass du den Tisch zu Hause zerkratzt und dein Mann dann die Krise bekommt. So. Ich habe gerade vorhin ein Telefon erhalten, da verliere ich dann jeweils ein wenig den Faden. Du siehst also, hier ist es live aus einem Blumenladen. Ich habe natürlich noch nicht offen, darum bin ich da vorne in meinem Reich, in meinem Dekoreich. Aber natürlich das Telefon, das kann man nicht steuern, wenn es kommt. Und ich bin happy, wenn es klingelt.
Ich habe auch einen WhatsApp-Broadcast, also wenn du sagst, oh, ich bin da neu beim Blumenmann gelandet und das läuft da ab, dann kannst du, wenn du eine WhatsApp-Nummer hast, ein Smartphone mit deinem WhatsApp-App, dann kannst du zu mir hereinspazieren, mehr erfahren vom Blumenmann, direkt mit mir schreiben, interagieren, so wie du es willst und so wie meine Zeit dann es auch zulässt. Und da bist du immer auf dem brandneuesten, wie soll ich sagen, Stand, was gerade hier im Blumenladen abgeht. Du siehst, ich zacke hier mit dem Flachzange einmal die Drähte ein wenig ab, damit ich da nicht alles reinstecke und am Schluss wirklich ein Problem habe, dass die Drähte zu lang sind. Ich weiß natürlich auch hier wieder, wir brauchen zu viele Drähte, das ist einfach so. Aber ohne Draht funktioniert das auch nicht und es sieht nicht toll aus. Am Schluss ist es wichtig, dass wir da schauen, haben wir da noch Drähte, die unten rausgucken, damit wir da nicht wirklich am Schluss uns noch verletzen. Kannst du dann hier schauen, das Drahtglas entweder halten und unten schauen, habe ich da noch Drähte, die rausgucken. Aber so wie es jetzt aussieht, ist da nichts unten rausgeguckt. Da kann es manchmal sein, dass es auf der Seite ein zu langer Draht hat, der dann auf der anderen Seite rausspringt und den kannst du natürlich auch schnell abschneiden. Ich glaube, wir sind da schon langsam, aber sicher am Ende angekommen. Das Ende, das naht. Und ich hoffe fest, dass dir diese rustikale Winter-Weihnachtsdeko für draußen, aber auch für dein Wohnzimmer passt. Dass du da wirklich so einen Hauch von Wald in dein Wohnzimmer reinholen kannst. Das ist jetzt die Grundidee. Da kann man immer noch drüber streiten, was wollen wir hier noch reinmachen, was würde noch passen, welche Möglichkeiten hast du, kannst du natürlich selber überlegen. Und wenn du sagst, so Kerzen, da habe ich schon genügend aufgestellt, aber ich möchte gerne auch wirklich sowas in meiner Wohnung haben, kannst du natürlich das Ganze auch so machen, dass du das Ganze ohne Kerze machst und dann zum Beispiel eine Pflanze reinmachst, eine Orchidee hier ins Glas reinstellst. Oder dass du einfach sagst, ich mache eine Füllung mit Weihnachtskuchen etc. So, weil das Glas kannst du da praktisch rausnehmen und etwas anderes reinstellen. So. Schauen wir mal den Effekt. Und du siehst jetzt, wie das Licht da einfach dann, je tiefer die Kerze auch ist, schön nach unten kommt. Und das finde ich auch sehr schön. Wenn ich jetzt da etwas tiefer bin, kann ich da schauen, habe ich da überall die Steckmasse und das Tillandsia-Moos so gut wie möglich abgedeckt. Und da ist es wieder so, das ist beim Blumenmann real, dass es da immer wieder noch Lücken hat. Und wenn man mit Naturmaterialien arbeitet, dann ist das halt die Realität, dass es da immer wieder noch was zum Vorschein kommt. Prima! Ich glaube, nun sind wir angekommen am Ziel und wenn du jetzt noch sagst, ja, also die mit der Orchidee, diese Idee, die möchte ich auch noch sehen, dann hole ich doch dir schnell eine Orchidee in diesem Glas. Come on! Du siehst, also auch so sieht doch dieses Gefäß wunderschön aus. Ja, auch so sieht es doch wunderschön aus. Es gibt eine wunderschöne Harmonie, eine rustikale Harmonie. Du kannst also wirklich variieren, wenn du mal so ein Gefäß gemacht hast mit den Zweigen, da kannst du ein Windlicht machen, du kannst im Frühling eine schöne Narzisse reinstellen, du kannst da wirklich, wirklich coole Sachen machen. Also, dieses Windlicht für den Winter kannst du adaptieren und schnell etwas Neues machen und wie gesagt, am Schluss achte einfach darauf, schauen unten noch Drähte raus, wenn nicht, alles gut, wenn ja, dreh sie mit der Flachzange nach innen und dann sage ich einfach wieder Tschüss und weg, sagt der Blumenmann. Daumen nach oben nicht vergessen für dieses Windlicht, Kerzenglas, Deko-Ideechen mit Ästen, eine rustikale Idee von Blumenmann extra für dich gezeigt. Ich habe dir hoffentlich Inspiration geschenkt,
Wenn ja, dann zeig mir das mit deinem Daumen nach oben oder mit einem Kommi und dann freue ich mich. Tschüss und weg, sagt der Blumenmann. Bis zum nächsten Mal wieder.